Mahlzeit bei Garten und Hobby. Ja, heute geht's dem Unkraut einkragen. Ja, wir hatten die letzten Tage, naja, Regen kann man es nicht nennen, es ist aber ein bisschen was vom Himmel gefallen. Wir hatten jetzt in 7 Tagen 7 mm Niederschlag, Wahnsinn. Ja, es hat so viel ausgemacht, dass meine Kulturpflanzen, dafür reicht es nicht, nicht wirklich, aber das Kraut wächst und ja, dem geht es heute ans Leder. Und zwar will ich heute mal testen, wie ich das mit der Einradhacke hinkriege, die ich mir jetzt zugelegt habe. Und ja, wie gesagt, die am Zaun, die Ränder muss ich dann eh mit der Hand machen, aber zumindest die Flächen. Und in den Beeten bin ich gespannt, hinten in den Kartoffeln, da sind schon Quäken aufgelaufen. Ob ich die damit rausgezogen kriege und wie und was genau alles. Wie gesagt, ich muss mich mit dem Ding jetzt auch erstmal anfreunden, erstmal gucken, was die Kiste, was das Ding kann, mit welchem Anbausatz was bewerkstelligt werden kann. Das muss ich mir natürlich alles erst ausprobieren. Und ja, da fangen wir jetzt einfach mal mit an. Ja, hier haben wir jetzt das gute Stück. Wie gesagt, einmal habe ich bis jetzt erst damit gearbeitet, das war, wo ich die Beete vorbereitet habe, da hinten, wo die Erbsen sind und hier drüben, wo Salat und Radieschen stehen. Und ja, öfters habe ich das Ding jetzt bis jetzt noch nicht genutzt. Das soll sich natürlich ändern. Und ich werde das jetzt erstmal umrüsten auf diese Gruberzinken, die damit im Paket dazu waren. Die kommen jetzt hier erstmal, werde ich jetzt hier erstmal anbauen. Und dann werde ich versuchen, hier vorne, kann man das auf der Kamera sehen, hier ist schon wieder überall Quicke am Auflaufen und Keimen und Wachsen und Tun. Und auch hier. Und diese Stellen werde ich mit dem Grubber bearbeiten und versuchen, da die Quicke rauszukriegen. Hier hinten in den Kartoffeln ist auch ganz schlimm. Die letzte Reihe hier hinten. Ich weiß gar nicht, kann man das auf der Kamera überhaupt sehen? Ich denke mal, ja, ein bisschen. Ja, hier die letzte Reihe, alles voll mit Quecke. Da soll es dann auch mit dem durchgehen und dann will ich natürlich wieder umrüsten auf diese Schare, die jetzt dran sind und die ganze Fläche nochmal durcharbeiten. Ja. Mach das jetzt mit diesen Messern, die jetzt dran sind, mache ich das nicht. Weil wenn ich die Quäke da einfach nur abschneide, ja, die wächst dann in beiden Richtungen weiter und da habe ich an der Schnittstelle und da habe ich gar nichts gewonnen. Im Gegenteil, ich habe die einfach nur vermehrt und darum baue ich das Ding jetzt erstmal auf Grubber um. So, die Dinger sind montiert und wie man sieht, habe ich auch schon einmal Probearbeiten gemacht. Was mir nicht so gefällt, ist, dass die ziemlich steil stehen. Also ich werde die wahrscheinlich so noch etwas umbiegen, weil das ja sind mehr so wie Häufelkörper, so steil stehen die und die sollen das ja mehr ausheben. Ja, hier habe ich schon einmal durchgezogen mit dem Ding und das erste Beet habe ich auch schon mit bearbeitet. Ja, wie gesagt, hinten am Zaun ist klar, muss ich mit der Hand noch ein bisschen nachgehen, denn aber das ist halb so wild. Es geht auf jeden Fall definitiv schneller, als wenn ich alles mit der Hand mache. Und ja, hier das Beet, das werde ich jetzt mit euch zusammen machen. Geht ruckzuck.
Das ging auf jeden Fall schneller als mit der Hand. Ruckzuck ist das durch. So ungefähr hatte ich mir das auch vorgestellt. Wie gesagt, die Zinken, ich werde die noch ein bisschen den Einstellwinkel ändern, damit der ein bisschen besser arbeitet. Ja, ich werde jetzt das Möhrenbeet, hier wo ich die eine langgezogen habe, auch noch mal ein paar Mal hin und her gehen. Da sind noch Quecken drin. Da hinten die Kartoffeln und hier vorne das Zwiebelbeet noch einmal komplett mit diesen Zinken durcharbeiten. Und dann werde ich wieder auf Messer umbauen, auf diesen Messersatz. Und dann wird der Rest bearbeitet. Ja, und nicht mal 5 Minuten später, den Kartoffeln habe ich jetzt ein bisschen breiter gestellt. Zwiebeln durchgearbeitet, Kartoffeln durch. Das Möhrenbeet ist jetzt auch fertig. Ja, hier bin ich noch 2-3 Mal durchgegangen. Und ja, das Ergebnis, also, naja, bei den Queken, es ist nicht so zufriedenstellend. Ich kann mit leben, aber es ist nicht so zufriedenstellend, wie ich mir das erhofft habe. Kann allerdings auch, wie gesagt, an der Stellung der Zinken liegen. Er hat gut Wurzeln mit rausgezogen von den Quecken. Aber wie gesagt, ich werde die Zinken noch weiter umbiegen, die Stellung ein bisschen verändern, in der Hoffnung, dass er dann besser arbeitet. So, ich werde jetzt diese Winkelmesser hier wieder anbauen, die Zinken gleich ein bisschen sauber machen und dann wird die restliche Fläche bearbeitet. Ja, und dann bin ich auch schon durch. Ja, ich bin jetzt 20 Minuten hier im Garten. Wahnsinn. So, umgerüstet habe ich das gute Stück jetzt. Und ja, dann gehe ich jetzt die restlichen Flächen damit durch. So, der komplette Garten ist jetzt einmal durchgearbeitet, bis hinten hin und auch da drüben, hier vorne. Und ja, wer jetzt sagt, das Kraut liegt ja noch oben drauf und ist ja nicht eingearbeitet, das ist auch nicht Sinn und Zweck dieser Messergarnitur. Die soll einfach nur das Kraut kurz unter der Bodenoberfläche abschneiden und dann soll das vertrocknen. Und dass das auch vertrocknet, ich muss mal gerade gucken. Hier ist nur gerade keine gute Stelle, aber hier sieht man es zum Beispiel, hier das Staub furztrocken hier unter. Also das, was hier oben drauf ist, das ist wirklich bloß von diesen paar Millimeter Regen. Hier sieht man das auch nochmal. Das ist alles trocken da unten drunter. Das ist jetzt ein bisschen eingearbeitet, ein bisschen durchmischt, aber kann man das erkennen? Ja, es wird immer heller hier. So sieht die Fläche aus, auch hier in den Fußabdrücken.
wo ich lang gelaufen bin. Das ist nur oberflächlich, was da nass ist. Alles andere darunter ist furztrocken. Ja, wie gesagt, es waren, glaube ich, 7 mm in 7 Tagen. So, ja, Garten durchgearbeitet. Das Ganze, wie spät ist jetzt? 9:45 Uhr. Ja, das Ganze in einer Dreiviertelstunde mit zweimal umbauen und einmal Arbeitsbreite verändern. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ja, ich werde jetzt da hinten an den Zwiebeln am Zaun noch lang arbeiten, den Anschluss bis an den Zaun machen und hier hinten den Anschluss auch noch. Ja, jetzt kommt die Sonne gerade raus. Da werde ich gleich noch ein Thumbnail machen fürs Video. So, ja, ich werde die Radhacke jetzt noch sauber machen, alles wieder einpacken, mit nach Hause nehmen. Ja, wie das nachher funktioniert, wenn die Pflanzen größer sind, ob das dann auch noch so schnell geht, beziehungsweise wenn alle Beete nachher bestellt sind, ob das dann auch noch so schnell geht, das wird sich zeigen, ob ich die dann noch nutzen kann oder ob das nur jetzt im Frühjahr ist. Werden wir sehen. Sternradhacke und Kultivator sind natürlich nicht außer Dienst gestellt. Die machen natürlich weiter ihre Arbeit. Wie gesagt, zumal das am Zaun da auch immer noch angearbeitet werden muss. Aber ich bin jetzt im Großen und Ganzen so mit der Radhacke zufrieden. Es gibt Verbesserungen, wie gesagt, die Zinken, der Anstellwinkel von den Zinken könnte noch ein bisschen geändert werden. Die Messer vielleicht auch. Mal gucken, das werde ich die Tage vielleicht noch in Angriff nehmen. Und dann, denke ich mal, wird das Ding ganz gut laufen. Ja, das war's dann auch schon wieder zu diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und nicht vergessen, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Ihr kennt den ganzen Quatsch. Ich würde sagen, bis die Tage. Macht's gut.